Beginnen wir unseren Rundgang für die Funktion Dateien in Privat. Der Aufbau der Dateien ist in jeder Hauptgruppe oder in jedem Bereich analog. Das heißt, wir können Dateien erstellen, wir können Dateien hochladen, wir können Ordner anlegen, wir können auf die Ordnerstruktur zugreifen, wir können suchen. Haben wir etwas gelöscht, finden wir es im Papierkorb wieder. Wir können Einstellungen vornehmen und wir können alles aktualisieren. Immer wieder der Hinweis auf die F5-Taste. Wenn Sie etwas abspeichern, müssen Sie danach auch aktualisieren. Ist nicht generell so, nur ich empfehle es einfach. In Privat ist die Ordnerstruktur jedem selbst überlassen. Das heißt also, ich kann hier einen Ordner anlegen. Zum Beispiel Chemie. Und kann dann in dem jeweiligen Ordner weitere Unterordner anlegen nach den Klassen. Klassenstufe 7 oder. Und in dem Ordner könnte ich dann einen nächsten Ordner anlegen. Was Sie allerdings jetzt gerade gesehen haben, ist, dass er immer den Ordner, den Sie gerade angelegt haben, auch öffnet. Und das kann natürlich auch gegen eine gewisse Struktur arbeiten. Machen wir das Ganze noch einmal. Ich habe also diesen Ordner Chemie angelegt und in diesem Ordner möchte ich jetzt entsprechend der Klassenstufe Unterordner anlegen. Ich öffne den Ordner und gebe jetzt den Unterordner Klassenstufe 7. Da muss man auch 7 schreiben. So, wenn ich jetzt an sich den nächsten Ordner anlege, so nach dem Motto A, Klassenstufe 8, dann ist genau das passiert, was ich gerade erzählt habe. Das heißt also, wir schauen uns das Ganze mal in Ordnerstruktur an. Ich habe den Ordner Chemie, darunter habe ich den Ordner Klassenstufe 7. Ja, aber die Klassenstufe 8 ist nicht unter Chemie, sondern unter Klassenstufe 7. Das ist genau der Hinweis, den ich geben wollte. Das Ganze jetzt noch einmal richtig angelegt. Wir haben den Ordner Chemie. In dem Ordner möchte ich einen Unterordner anlegen, der da heißt Klassenstufe 7. Dann muss ich wieder zurückgehen auf den Hauptordner und den nächsten Ordner Klassenstufe 8 erstellen. So ist die richtige Verfahrensweise und wenn wir uns das Ganze jetzt in der Ordnerstruktur anschauen, ist das auch richtig so, wie wir es geplant haben.